Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es direkt weiter mit dem nächsten Frage-Antwort-Video. Und zwar, wir hatten ja letztes Mal dieses Konzept angefangen, dass ich euch die Fragen auf Instagram stelle und ich dann jemand anderes vor Ort habe, der die Fragen stellt. Letztes Mal war es René, diesmal ist es Johnny am Start hier. Weil ich glaube einfach, je unterschiedlicher die Personen werden, je witziger wird das Ganze. Ich glaube einfach, dass wenn ich mir selber Fragen stelle, kommt das einfach nicht. Das ist einfach doof. Also da ist das so auf jeden Fall cooler. Ich glaube auch, dass jede Person eine ganz andere Art von Fragen stellen wird. Deswegen auch jetzt gleich am Anfang. Derjenige, der den Top-Kommentar unter diesem Video schreibt, wird von mir persönlich zum Frage-Antwort-Video eingeladen. Oh. Das heißt, lasst mal wieder die Tasten fliegen. Ich bin gespannt, weil da freue ich mich am meisten drauf, dass wirklich jemand Externes, der gar keinen Einblick in dieses Team hat, mein Telefon bekommt und sich auswählen kann, welche Fragen er am Ende fragt. Habe ich mir zumindest mal überlegt. Warum Frage-Antwort-Video? Wir sind mittlerweile seit über 3 Jahren auf YouTube am Start. Es war ziemlich technisch. Es waren in letzter Zeit wenig Events. Das heißt, ich hatte auch wenig die Möglichkeit, mit euch zu kommunizieren. Wir hatten neulich mal wieder ein Race 1000 und TTT. Das war gut. Da waren wir allerdings mit dem Auto vor Ort. Das heißt, das Ganze wird natürlich dann noch wieder ein bisschen stressig. Aber so, finde ich, hat man immerhin so ein bisschen die Möglichkeit, einfach mal auf aktuelle Themen und eure Dinge so ein bisschen einzugehen. Es tut sich aktuell viel. Mehr kann ich noch nicht sagen. Wir sind noch an einem Online-Shop dran und lauter solche Sachen. Aber wir hatten auch kurzzeitig mal überlegt, dass wir diese Frage-Antwort-Videos auf jeden Fall versuchen, kürzer zu machen. Versuchen wir immer. Das letzte waren, glaube ich, wieder 50 Minuten. Wir versuchen uns heute wirklich mal auf 20, 30 Minuten zu fokussieren. Und vielleicht bringen wir diese Videos dann auch in Zukunft öfter und auch einfach mal zwischendrin. Also nicht Dienstag, Donnerstag, Sonntags, sondern einfach mal Mittwoch, Vormittags, bing, neues Video von Philipp, Frage-Antwort-Teil so und so. Ich habe neulich gesehen, JP, der ja bei sowas immer absoluter Vorreiter ist, der ist mittlerweile bei Frage-Antwort irgendwie 98, knapp 90 Frage-Antwort-Videos hat er schon in den letzten Jahren gemacht. Da sieht man mal einfach, wie viel das ist. So, dann, ich würde sagen, fangen wir mal erstmal soft an. Fangen wir mal an mit Launch Luke. Der fragt, wie gehst du persönlich mit negativen Kommentaren um? Konstruktiv, nicht konstruktiv? Also jeder, der in dieser Szene behauptet, negative Kommentare sind ihm vollkommen egal, glaube ich, lügt. Also jeder, der Kommentare liest und auch diese negativen Kommentare sieht, nimmt sich die auf jeden Fall zu Herzen. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist einfach gar keine Kommentare zu lesen. Das mache ich natürlich nicht. Viele von euch merken ja auch immer, dass ich schon relativ viel immer antworte auf Kommentare. Jetzt zur Frage zurück. Gute Frage. Hängt natürlich davon ab, ob sie wirklich konstruktiv ist oder ob es reines Gehate ist. So, reines Gehate gehe ich mittlerweile rein gar nicht mehr drauf ein. Lösche ich auch nicht oder irgendwas. Ich denke mal, dass wenn ihr solche Kommentare liest, ihr das auch genauso als gehatet seht. Konstruktive Kritik finde ich mega gut. Hab zum Beispiel jetzt bei dem letzten Arbeitvideo einen guten Kommentar gesehen. Da hat einer nur darauf hingewiesen, dass ich darauf achten sollte, wie die Gelenke von der Lenksäule zueinander stehen, weil da der Fahrzeughersteller sich wohl übelst Gedanken zu macht, dass die quasi zueinander fluchten, ähnlich wie eine Kanalwelle, hatte ich so 0,0 beachtet. Ich hatte einfach nur beachtet, dass die Länge der Welle am Ende passt. Somit würde ich tendenziell sagen, konstruktive Kritik ist immer gut. Egal, ob sie auf mich bezogen ist, ob sie auf die Videos bezogen ist, ob sie auf das bezogen ist, was wir machen, ob es auf die Technik bezogen ist. Wenn es uns hilft, lieben gerne. Wenn es Gehater ist, könnt ihr euch auch sparen, brauchen wir nicht. Wenn es eure persönliche Meinung ist, könnt ihr es natürlich auch so lange schreiben, wie ihr wollt. Dafür ist YouTube da. Allerdings halt, finde ich schon, kann man dabei schon immer noch, also man muss nicht irgendwie persönlich oder dreist dabei werden, sondern man kann an die ganze Sache ja schon ein bisschen erzogen rangehen. Jetzt kommt mal was von Olli G. Passende Frage zum Team, weil wir auch als Team länger jetzt nicht unterwegs waren, gerade in Bezug auf Messen und so weiter. Wer ist der chaotischste von euch im Team? Der chaotischste? Ja. Also ich würde mal behaupten, der chaotischste bin ich definitiv selber. Oder? Sehe ich das falsch? Also in meinem Kopf schwirren einfach immer so 1 Million Sachen rum, die man in so einem Fall bedenken muss, dass es natürlich immer chaotisch ist, aber das Wichtigste am Ende zählt ja immer nur der Erfolg. Und der passt dann am Ende halt schon. Deswegen würde ich definitiv sagen, am chaotischsten würde ich eigentlich schon sagen, ich selber. An zweiter Stelle, ich glaube schon, dass ich selber der chaotischste bin.
Würde ich jetzt mal so dazu stehen lassen und definitiv sagen, dass ich selber bin. Würden Max und ich, glaube ich, auch unterschreiben. Ja. Noch kurz zu den Fragen. Bitte entschuldigt, wenn eure Frage nicht dabei ist. Ihr könnt das in Zukunft natürlich immer und immer und immer wieder fragen, aber man kann leider bei Instagram nicht sehen, wie viele Fragen es sind. Aber nur, also wir schaffen es in der Stunde noch nicht mal von oben nach ganz unten durchzuscrollen, weil es so viele Fragen sind. Also keine Ahnung, ich würde mal gefühlt sagen, das sind 10.000 Fragen da. Also das wird wirklich schwierig, da alle durchzugehen. Also das wird auf gar keinen Fall was. So, jetzt kommt mal wieder ein bisschen was hier aus dem Arbeitsalltag. Ofentwin fragt, Unternehmer sein heißt viele Aufgaben. Worauf könntest du am ehesten verzichten? Also, worauf ich in der Vergangenheit verzichtet habe oder worauf ich gerne verzichten würde? Also, ich verstehe so, worauf du im Alltag am ehesten verzichten könntest. Weiß ich nicht. Also, prinzipiell verzichte ich im Alltag ja eigentlich eh schon auf alles, was nicht irgendwie mit Autos zu tun hat. Das heißt, wir sind von morgens bis abends on Tour, was schon mal gut ist, dass durch mein Team mit Maxi, René und so weiter mir schon relativ viel abgenommen wird, was diese Videos so angeht. Wir grooven uns da immer und immer weiter ein, dass ich da eigentlich nichts mehr machen muss, außer in eine Kamera gucken, ein bisschen Technik erklären, am Ende nochmal ein bisschen gucken, dass technisch gesehen im Video alles passt. Da ist es eigentlich schon recht gut. Wenn wir mal irgendwelche Drops machen, wie Klamottenteile und so weiter, das macht auch vollständig unser Lager unten. Ich weiß, ich bin euch immer noch ein Video schuldig, wie das Ganze hier so aussieht. Wir sind mittlerweile auch im Büro angekommen. Kommt auch auf jeden Fall noch, aber aktuell Ladenverkauf zu. Was gibt's dazu? Ja, für nichts. Aktuell Ladenverkauf noch zu, deswegen schiebe ich das auf jeden Fall noch ein bisschen. Jetzt kommt erstmal ein neuer Online-Shop und dann gucken wir mal und so weiter. Was mir persönlich auf jeden Fall definitiv abgenommen werden könnte, ich organisiere noch extrem viel selber. Das heißt, sei es Events, Messen, Kundenkontakt, Firmenkontakte, wenn wir irgendwelche Firmenbesichtigungen machen wollen, wenn es um irgendwelche Auslandsreisen geht, irgendwo müssen diese ganzen Produkte ja herkommen, die wir verkaufen. Viel aus Fernost, China und so weiter. Wir sind einmal im Jahr normalerweise immer nach China geflogen. Da ist noch relativ viel Organisatorisches, was ich ungern abgebe, weil ich immer relativ eng plane, um möglichst viel in den Tag reinzukriegen. Also das wäre ein Punkt, wenn man so ein Organisationstalent hat, der sowas wirklich gut kann, da diese Kontakte herstellen. Ich glaube, da könnte man am ehesten auf jeden Fall noch Zeit gewinnen. Plus, nee, jetzt ein Punkt fällt mir dabei ein. Ich habe aktuell noch ein Schrauberproblem. Also habt ihr ja schon öfter gehört, ich habe zu wenig Platz zum Schrauben. Da arbeiten wir gerade dran. Und ich bin halt eine reine One-Man-Show, was die Schrauberei angeht. Das heißt, außer meinem Team, die das auch alle nicht Vollzeit machen, sondern alle noch einen Job haben, schraube ich wirklich noch alles alleine. Das heißt, ich muss auch alles vorbereiten für die Events, aufräumen, sauber machen, was ganz oft dann zu kurz kommt. Da wäre es natürlich eigentlich bei der Anzahl an Projekten schon cool, vielleicht einen Schrauber zu haben, muss nicht Vollzeit sein, sondern kann auch nur Teilzeit sein, der so ein bisschen zuarbeitet, sei es Autos, Projekte von A nach B fahren, schon mal vorbereiten, zerlegen, Teile arrangieren und sowas. Da sehe ich am meisten Zeitpotenzial. Moffelkartoffel fragt, welche Träume möchtest du dir noch erfüllen? Also eigentlich... Ich sehe den Pisser. ein kleiner Traum ist, ich habe irgendwie ein Faible für einen roten 430 Ferrari Scuderia. Den will ich gar nicht besitzen, sondern ich würde mit diesem Ferrari 430 Scuderia einfach gerne mal über die Rennstrecke ballern. Auch schnell über die Rennstrecke ballern, weil ich glaube, das muss extrem krass fahren. Liegt einfach daran, ich werde es nie vergessen, wir waren mal bei so einer Rallye, ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her, da war das auch ein top aktuelles Auto und das war damals das schnellst schaltendste Serienfahrzeug der Welt. Das hat so ein, ja, also das hydraulisch werden dort, ich glaube, in 55 Millisekunden die Gänge eingelegt und das klingt einfach so brutal, wenn das Ding wegfährt für ein Serienauto. Damit mal über die Rennstrecke stelle ich mir cool vor. Nee, Ziel meinerseits aktuell eigentlich nur zwei Ziele, jetzt abgesehen von den familiären Zielen, die werden wir in einem anderen Frage-Antwort-Video nochmal klären. Da habe ich was auch eine witzige Idee zu. Eigentlich nur Punkt 1, das besagte Schrauberchaos, was ich angesprochen habe. Eine neue Schrauberhöhle, sage ich jetzt mal, wo wirklich fokussiert die ganzen Projekte zusammenstehen, das ganze Werkzeug an einer Stelle ist und man wirklich so gezielter arbeiten kann und genauso als Hauptziel zusammengefasst, einfach im Alltag wieder
so viel Ordnung reinbringen, dass am Ende mehr Zeit für die Freizeit bleibt. Jetzt muss ich dazu sagen, Freizeit ist für mich nicht, ich möchte am See liegen oder ich möchte eine Radtour machen, sondern Freizeit ist einfach, ich möchte die Projekte viel, viel, viel schneller und intensiver schrauben können und einfach auch nochmal neue Projekte angehen. Und ein Riesenziel habe ich noch, das wird nächstes Jahr im Mai 2022 eventuell stattfinden. Mal gucken, um das mal so ganz bisschen zu teasern. Hat ein bisschen was mit Rennstrecke zu tun. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, und ich denke mal, was auch vielleicht noch, vielleicht nicht Ziel, aber auch in deinem Interesse ist, generell ja aktuell diese ganze Bewegung, die in der Szene passiert und so weiter, ein bisschen noch wieder auch gerade bei der neuen Generation wieder in die Richtung zu lenken vielleicht, dass die Leute sich wieder mehr fürs Selberschrauben interessieren, dass die Leute mehr auf Treffen fahren, dass die Leute generell mehr Interesse wieder an den Autos haben, anstatt einfach nur stumpf zu konsumieren. Ne? Das war ja ursprünglich mein Plan, als ich vor 3 Jahren mit YouTube angefangen habe, diese Technik und das Schrauben den Leuten einfach wieder zu zeigen. Tendenziell muss ich leider sagen, ist es eher noch schlimmer geworden, weil ich höre jetzt von ganz vielen Stellen, mit denen ich darüber spreche, dass zwar bei der jüngeren Generation hier und da das Interesse da ist, aber es heutzutage gar nicht mehr die Möglichkeiten gibt zu schrauben. Ob das so ist, kann ich nicht einschätzen. Ich persönlich glaube nein, weil auch vor 15 Jahren schon war es so, dass es je nachdem, wo man wohnt, schwierig ist, eine Halle zum Schrauben zu kriegen. Ich glaube nur leider, dass heute die Ansprüche der Leute einfach 10-mal höher geworden ist, beziehungsweise der Generation, die hinterherkommt. Damals mit, ich sag jetzt mal 16, war man halt glücklich mit einer Mofa und ist ein bisschen durch die Gegend gefahren und hat mit seinen Kumpels auf dem Spielplatz gesessen. Heute ist es so, teures Handy, teure Klamotten, teurer Alltag. Das heißt, ich glaube, viele denken, dass ihr zum Schrauben auch die perfekt eingerichtete Werkstatt braucht. So, und da kann ich immer nur sagen, wenn ihr euch meine Projekte anguckt und ich schraube seit 15 Jahren jetzt eigentlich in der gleichen Halle, die Halle muss nicht ultramodern, top beleuchtet und so weiter sein. Wenn ihr richtig schrauben wollt und richtig Projekte machen wollt, gerade im Oldtimer-Restaurationsbereich, braucht es eigentlich nur eine große Garage. Große Garage, Schweißgerät und eine Flex und den Willen, ein Oldtimer fertig zu machen, schon könnt ihr wirklich mit Zeit ein richtig cooles Auto bauen. Diesen Gedankengang, den müssen wir irgendwie in die folgende Generation ein bisschen reinkriegen. Wie das Ganze gehen soll, weiß ich noch nicht. Natürlich sind da Menschen wie ich auch nicht immer ein gutes Vorbild für, weil die Projekte einfach mittlerweile halt krass sind. Es gibt aber auch genug haufenweise andere YouTube-Channel, die sich damit beschäftigen, wirklich, wirklich mit einfachsten Mitteln so Autos fertig zu machen. Und ich denke mal, dass eine genaue Lösung dafür habe ich auch noch nicht, wie man das in die Menschen wieder reinkriegt, weil das große Problem ist natürlich aktuell, jetzt auch Corona-bedingt, ist der Nutzen des Autos natürlich noch mal weniger geworden. Und irgendwie macht man das Ganze ja schon, um das Auto auch später auszuführen, zu spüren, zu nutzen und vor allen Dingen zu zeigen. Ich werde es nie vergessen, selbst vor 15 Jahren war es schon so, dass das Geilste war dann immer, wenn man in Kolonne, damals ist man noch richtig Kolonne gefahren, das heißt, man hat sich um 6 Uhr morgens auf der Tankstelle gefahren und ist dann wirklich, getroffen und ist dann wirklich mit 30 Golf 1 einfach mal 200 Kilometer Kolonne zum Treffen gefahren. Aber ich denke auch, dass das, gerade wie du sagtest, mit den Ansprüchen an die Halle, Schrauber, Garage, was auch immer, eher daran liegt, dass die Leute es jetzt aktuell halt gerade auf YouTube und so weiter halt einfach gezeigt bekommen. Und früher, wenn man sich die VW-Szene oder was auch immer durchgeblättert hat, ja klar, da hast du in dem Moment das Auto gesehen, aber nicht, wo die Leute halt schrauben, ne? Ja, genau, es ist definitiv so. Man hat damals immer nur das fertige Produkt gesehen, aber nicht, wie die Leute geschraubt haben. Und deswegen glaube ich einfach, ist durch dieses generelle Social-Media-Ding halt leider der Punkt so, dass alle immer denken, wir brauchen eine große Halle, Garage, mindestens eine Hebebühne und so weiter. Das ist ja genauso wie in dem Moment die Maßstäbe an die Projektfahrzeuge einfach gewachsen sind, ne? Weil früher war es so, da gab es halt Grenzen hier, was weiß ich, um Raum Hannover rum und da gab es halt 5, 6 krasse Autos, ne? Und wenn dann mal jemand von außerhalb hier auf ein Treffen gekommen ist, dann standen alle so da, weil das Auto vorher noch nie gesehen haben, vielleicht mal am Wörthersee oder sonst wo, ne? Ja. Und heutzutage siehst du halt schon die ganzen Bilder, Videos und so weiter im Internet, ne? Und du hast gar nicht mehr diesen Schockmoment, wenn du davor stehst. Naja, klar. Auf dem Treffen. Nee, also das ist definitiv so. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Boah, ich glaube, das wären viele Kommentare in diesem Video. Aber ich denke mal, das haben wir so schon ganz gut rübergebracht. So, dann haben wir auch was. Thema
Lambo, wo extrem viele Kommentare unter dem Mutterblock-Video waren. Eine Problematik, die nicht so einfach zu lösen ist. Und zwar André Link 20V Turbo fragt, baust du jetzt auf die neue Lamborghini-Motorvariante mit 5,2 Liter um? Egal, mit wem ich über dieses Problem rede, auch Jean-Pierre zum Beispiel hat auch sofort gesagt, ey, besorg dir doch einen 5,2er Motor, bau den ein und fertig. Ist mit Sicherheit die einfachste Variante, auch wahrscheinlich die, ich sage jetzt mal vorsichtig, günstigste Variante, einfach den 5,2er Motor zu nehmen, wie er bis heute verbaut wird. Dazu auch das originale, aktuelle verbaute DSG nehmen. Kann 1200, 1400 PS auf den Serienmotor, wie man bei Benny sieht, wie man bei Franck aus Frankreich sieht. Ist aber, habe ich wirklich gar kein Interesse daran, weil mein Interesse war es, von der ersten Sekunde an diesen 5.0er Motor aufzubauen und das muss ich auch bis zum Ende durchziehen. Also für mich kommt es eigentlich nur in Frage, irgendwie diesen 5.0er da reinzukriegen. Man könnte darüber reden, ob wir erstmal eine abgespeckte Version bauen, ohne Buchsen auf dem Serienmotor. Hauptsache, diese Turbotechnik funktioniert erstmal. Aber ein 5.2er nehmen, auf gar keinen Fall. Dazu kommt noch, dass ich wirklich bei fast wieder 0 anfangen würde, weil der 5.2er hat einen anderen Zylinderabstand. Anderer Zylinderabstand heißt, Krümmer passen nicht, Ansaugbrücke passt nicht. Das heißt, alles, was ich bisher so gebaut habe, ist für die Katz. Jetzt könnte man gucken, ob man da irgendwelche Adapter fräst und so weiter. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, durch diesen Vorfall mit dem gerissenen Block habe ich da definitiv erstmal die Motivation jetzt verloren. Müsst ihr auch verstehen. Da ist für mich zur Sekunde Limo und Abarth für dieses Jahr definitiv wichtiger. Das heißt, diese beiden Projekte werde ich bis zum Jahresende durchziehen. Und dann gucken wir einfach mal nächstes Jahr, was am Lambo wieder so geht. Oh, ist ja noch Zeit, ne? Aber ja, ein paar Monate. Was möchtest du denn? Möchtest du mehr Auto fragen? Möchtest du mehr persönlich? Alles querbeet, hau alles raus. Alles, was du interessant findest oder auch nicht interessant findest. Jetzt eine Frage. Habe ich mir selber noch nie Gedanken drüber gemacht. Könnte ich jetzt in dem Moment auch nicht beantworten. Von Kai Kleine. Warum wird vor dem Start Lachgas ins Freie geblasen bei den Drag Races? Doch, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Das ist A, eine Sichtkontrolle, ob es funktioniert. Kann immer sein, dass die Flasche leer ist, wie auch immer. Und es ist eigentlich eine Entlüftung. Dass in dem Moment, weil du hast ja auf dem Drag Race logischerweise maximal 10 Sekunden. Das heißt, dort darf es keine Verzögerung geben, zwischen ich drücke auf Knopf und es dauert kurz, bis es im Brennraum ankommt. Deswegen ist das eigentlich die Entlüftung und man guckt halt A, dass das System geht und B, dass es halt wirklich entlüftet ist und wenn du dann auf Knopf drückst, auch direkt im Brennraum reingeht. Macht Sinn. Weil es ist ja beim Lachgas immer eine Mischung aus dem Lachgas und passend dazu hat man ja eine extra Spritversorgung. Ja, klar. Und das ganze System muss halt wirklich auf den Schlag funktionieren. So, El Jungo, keine Ahnung, was das ist, ich kann kein Spanisch. Fragt, du hast einen Wunsch frei. Welches Unternehmen würdest du gerne mal besuchen? Mir schwebt eins vor. Da haben wir schon mal drüber gesprochen eigentlich, ne? Kannst ja einmal sagen, du kannst ja einmal irgendwas, was mit Autos zu tun hat, und dann kannst du einmal was sagen, was nicht mit Autos. Muss ich wirklich gerade kurz überlegen? Also ich glaube, ich würde tatsächlich am liebsten nach Schweden zu Koenigsegg wollen. Genau, da habe ich auch dann gedacht, ey. Weil ich einfach ich finde irgendwie bei dieser Firma hat man am meisten noch diesen Spirit, dass da technologisch in Verbindung mit dem Verbrennungsmotor immer noch, da wird immer noch entwickelt, geforscht und weitergemacht. So, ich habe gerade wieder neulich bei Instagram gesehen, gedruckte Krümmer für so einen Motor. Dann wirklich aus dem vollen den Krümmer gedrückt und alleine diese Wastegate-Anbindung, es war wirklich von jedem Zylinder ein kleines Röhrchen zum Wastegate, war einfach wieder so perfekt, dass ich glaube, dass wir da technologisch, technisch richtig was lernen können. Sicher, vielleicht. Auch diese Ventilsteuerung, die sie da oben haben, also da gibt es wirklich, da würden wir uns jetzt, wenn wir da anfangen, jetzt Sachen zu erklären, verrennen wir uns definitiv drin, aber doch, ich würde schon sagen, Königsegg Schweden wäre nochmal. Vielleicht schaut ja jemand von Königsegg zufällig zu. Oder kennt jemanden, der jemanden kennt. Genau, also eine Werksführung bei Königsegg, das wäre definitiv nochmal ein Traum. Und wenn du jetzt sagst, ein Unternehmen, was nicht mit Autos zu tun hat, irgendwas, weil es von der Arbeitsatmosphäre so toll ist, was weiß ich, Apple, Google, was auch Boah, immer. also diese ganzen Großkonzerne reizt mich ehrlich gesagt nicht so. Nee, ich würde schon sagen, ich würde einfach gerne zu Königsegg. Na gut. Weil wir uns ja gerade hier in dem Bereich befinden. Lenny fragt,
Was ist euer Geheimnis mit der Pflanze? Meine sieht ganz schön aus. Also ehrlich gesagt gibt es gar kein Geheimnis zu der Pflanze, sondern wir hatten unsere Büroebene hier fertig und irgendwie wollten alle ein paar Pflanzen haben. Da wir bekanntlichermaßen aber zum Thema chaotisch nicht so die Pflege intensivsten Pflanzen haben wollten, haben wir einfach einfache Pflanzen genommen, wo man ab und an mal ein Blatt abschneidet und einfach Wasser reingibt und fertig. Ich hätte allerdings gerne für auf dem Tisch in der Mitte eigentlich gerne so ein cooles Bonsai-Bäumchen, wirklich so in klein, aber cool, was vielleicht schon wirklich so eine Geschichte schreibt oder so. Aha, ich sehe das beim Thema Pflege noch nicht so. Aber Maxi kann ja gleich mal ein passendes Bäumchen einblenden. Ja, ich suche mal was da so geht. So, Dennis 910 fragt, arbeitet deine Frau auch bei dir in der Firma? Nein, wir sind ein relativ, so wie das in der Szene üblich ist, ich sag jetzt mal männlicher Betrieb, mit wenig weiblichen Teilnehmern. Meine Frau arbeitet im Gesundheitswesen. Ist zwar auch absolut, also falsch, als ich sie kennengelernt habe, war sie, ich sag jetzt mal, Auto interessiert, mittlerweile schon Auto begeistert und hat sich da definitiv über die Jahre auch weiterentwickelt, was die Liebe zum Kfz angeht. Aber eigentlich könnten wir Sie auch mal die Fragen stellen lassen, oder? Ja, das war ja das, was ich vorhin angesprochen hatte. Gerade so, wenn es so ein bisschen familiärer wird, könnte man das auf jeden Fall mal angehen und testen. Ich weiß nicht, wie viel davon dann am Ende zensiert werden muss, aber das kann man auf jeden Fall mal angehen. Ne? Gibt es einen Unterschied zwischen einem Benzin- und einem Dieselturbolader? Fragt D30 Pierre. Prinzipiell gibt es keinen Unterschied. Beide Turbolader sind im Grundprinzip gleich aufgebaut. Heiße Abgasseite, wo die Abgase durchgehen, treibt eine Welle an, kalte Seite, Luft wird angesaugt und in den Motor reingedrückt. Lediglich die Regelung ist ein bisschen anders. Ein normaler Turbolader hat immer ein externes Wastegate oder ein internes, das heißt eine Klappe, die aufgeht und die Abgase gehen am Turbolader vorbei und so regelt man die Drehzahl des Turboladers. Bei einem Diesel ist immer ein VTG-Turbolader verbaut. Nicht immer, aber fast immer. Das heißt, die Anströmung der Abgase auf die Turbine erfolgt über kreisrunden Blades und durch den Winkel dieser Blades kann die Drehzahl des Turboladers direkt geregelt werden. Das heißt, diese Regelung ist definitiv besser als die mit einem Wastegate. Und ich glaube, das ist dafür notwendig. Der Dieselmotor hat ja keine Drosselklappe. Das heißt, wenn ihr Gas gibt, geht da nicht eine Klappe auf und zu, sondern das Ganze wird geregelt über die Einspritzmenge, über den Diesel. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, passend dazu, die Luftmasse des Turboladers zu regeln. Und das geht halt einfach schneller und besser, indem man die Turboladerdrehzahl, wodurch die Luftmasse am Ende entsteht, über diese VTG-Stellung direkt regelt. Gibt es auch bei Benzinern, da ist Porsche zum Beispiel ganz vorne drin. Schon mal mit dem Gedanken gespielt, noch eine Filiale bzw. Shop aufzumachen, fragt im Dunkel. Also vor 5 Jahren hatte ich da definitiv noch andere Visionen. Das waren so die Höchstzeiten, Farnwalder. Ich sag immer wieder, es war so, Freitagabends, wir haben uns getroffen, jeder hatte das Ziel, ich muss zu Farnwalder. Auf dem Weg dorthin oder spätestens auf dem Weg zurück hat der ein oder andere sein Projekt, sein Motor, irgendwelche Anbauteile beerdigt. Das heißt, am Samstag ging es gleich wieder los, Upgrade, anders bauen, größer bauen und so weiter. Zu den Zeiten habe ich einfach viel, viel mehr Potenzial drin gesehen. Heute ist es halt so, dass diese ganzen Teile vermehrt eigentlich mehr ihren Zweck im richtigen Rennsport. Heißt jetzt nicht unbedingt Rundstrecke. Es kann auch Rennsport sein wie Stockcar, Autocross, Traktor-Pulling, Viertelmeile, halbe Meile, so in den Bereichen ist. Das heißt, ich würde, wenn dann eher Potenzial darin sehen, weitere Filialen zu machen, im Bereich von Rennstrecken, an der Rennstrecke, wo halt so Teile am meisten benötigt werden. Ja, oder halt andere Länder, wo... Oder halt ganz andere Länder. Wo auch alles legal ist. Genau, dafür müssten wir erstmal ein bisschen rumreisen und einfach mal ein bisschen gucken, was an anderen Stellen geht. Dann fasse ich jetzt einmal kurz zusammen. Da kamen einige Thema Events. Werden wir bei der Late Night bzw. beim Reloaded am Wörthersee sein? Late Night auf jeden Fall, Ende August. An der Stelle, guter Punkt,
hatte Steve mich kontaktiert, der Veranstalter. Es geht irgendwie das Gerücht durchs Internet rum, dass es dafür keine Karten mehr gibt. Es gibt aber nach wie vor für die Late Night ganz normal Karten zu kaufen. Das müsste das Wochenende sein, 28.08., Freitag auf Samstag. Wir sind auf jeden Fall am Start. Reloaded, wenn wir als Deutsche in Österreich einreisen dürfen, sind wir natürlich auch am Start. Mule 91 fragt, hast du Interesse an einem Formula Student Video? Also die Technik und die Entwicklung dahinter ist definitiv krass, weil einfach die Möglichkeiten an so einer Uni fast unendlich hoch sind. Praktisch muss ich jetzt allerdings sagen, ich persönlich habe ein bisschen den Reiz daran verloren, nachdem von Benzintechnik auf Elektrotechnik umgestellt wurde. Heißt nicht, dass ich die Elektrotechnik nicht mag. Im Gegenteil, gerade bei dem Thema Benzinpumpen neulich wieder, diese Brushless-Technik bei Motoren ist einfach so krass, dass es schon einem idealen Motor für den Rennsport sehr nahe kommt. Allerdings sehe ich das Problem bis heute in der Speicherung dieser Energie. Das heißt, den Strom in irgendwelchen Akkus zu speichern und dann als Beispiel wie in einem Tesla oder so mit einem 700 Kilo Akku durch die Gegend zu fahren, hat für mich einfach in dem Fall nichts mehr mit einem Rennauto zu tun, was auf der Rundstrecke fährt. Weil wir haben es jetzt gerade wieder gehabt, Bilsterberg, Elektroauto, kommt noch ein Video zu, dauert allerdings noch ein bisschen. Komplette Ladung schafft man wirklich 8 Runden mit. So, 8 Runden heißt nicht 8 Runden am Stück, sondern wirklich Boxengasse rausfahren und direkt in die Boxengasse wieder reinfahren. Also wirklich eine Runde ist ein Achtel der Ladung. Das ist wirklich extrem wenig. Und dann kommt dazu, egal wie geil sich das mit dem Allrad und mit dem Elektromotor, mit dem Fuß und so weiter regeln lässt, wenn so ein Auto über 2,5 Tonnen wiegt, sind die Kurvengeschwindigkeiten einfach in meinen Augen nicht der Hit. Diese Autos machen das schon extrem gut, keine Frage. Aber man darf auch immer nicht den Preis vergessen, weil wir so ein Elektroauto ist dann preislich auf dem Niveau, ich sag jetzt mal einen Taycan oder einen Audi, die kosten dann so viel wie einen GT3 RS. Der GT3 RS fährt dem Elektroauto um die Ohren und macht das den ganzen Tag lang. Einen Tesla, welcher dort deutlich günstiger ist, da kriegt man für das Geld trotzdem aber Autos, die auf der Rennstrecke noch viel, viel schneller sind. Also in meinen Augen, die Technik ist geil und so weiter, nur der Punkt, sich 700 Kilo Akku in so ein Auto reinzuklatschen, hat halt noch irgendwie nichts in meinen Augen mit einem Rennauto zu tun. Formula Student hat natürlich nicht 700 Kilo Akku da drin. Aber ich weiß nicht, mal gucken, wo die Zukunft da so hingeht. In Thema Aerodynamik, Achsen, Kinetik und so weiter, mega Sache. Da kann man auf jeden Fall mit Formula Student auch mal was machen. Aber so diese Elektrotechnik, ich bin einfach ein Petrolhead durch und durch. Ich kann mich da nicht für begeistert. Wir sind Elektroauto gefahren, danach sind wir McLaren und Ferrari gefahren. Und da braucht man einfach nicht mehr zu sagen. Diese Emotion, wenn so ein Benzinmotor einen anschreit, ist halt einfach geil. Kannst du dich noch an deine Zeit als Fahrschüler erinnern und lief da alles glatt? Als Fahrschüler. Ich werde es nie vergessen. Ich habe ja erst einen 125er Führerschein gemacht. Damals hatte die Fahrschule so einen typischen Chopper noch. Das heißt, man hat die 125er Schein auf so einem Chopper gemacht. Und ich weiß noch, ich bin auf der Autobahn drauf und habe mir gedacht, jetzt nehmen wir das Ding mal so richtig Maß. Und diese 125 Kubik voll aufgezogen bis zum Anschlag. Und der Fahrlehrer hat wirklich von hinten durchs Mikrofon gesagt, nach dem Motto, ey, dreh das Ding nicht so hoch. Die wird normalerweise nicht so hoch. Das ist okay. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, wir reden ja damals von einer 80er mit 15 PS. Ne? Das heißt, man dreht dann wirklich so eine Virago, dreht man dann irgendwie so von 6.000 bis 9.000 und beschleunigt dabei von 70 auf 78. So und der LKW überholt gerade noch am mittleren. So. Alles top. Habe auch tatsächlich, weiß ich noch, sowohl meine Theorie als auch die praktische Prüfung ohne Fehler bestanden. Und was ist einen Tag später passiert? Ohne Fehler bestanden. Dann bin ich ja erstmal 2 Jahre lang 125 gefahren. Ja, und als ich dann meinen Autoführerschein bekommen habe, wurde ich gleich am ersten Tag geblitzt. An einer ganz fiesen Stelle bei uns auf dem Dorf im Ort durch Zufall. Damals war das noch so die Zeit mit Laser und so. Aber sonst eigentlich Fahrschule nie Probleme gehabt.
Ich weiß noch, gelernt, Autofahren habe ich gelernt auf dem Opel Astra F. In Zitronengelb. Rakete. Ich werde diesen. Die Opels hatten damals so einen viereckigen Schaltknauf in dem Astra F. Den werde ich nie vergessen. Den müssen wir unbedingt einblenden. Also ich freue mich übrigens wirklich auf das Video, wenn einer von euch hier sitzt und die Fragen stellt, weil ich glaube, da kommen ganz andere Fragen. Weil selbst Joni ist natürlich extrem tief in dem Ganzen drin. Das heißt, manche Fragen sieht er gar nicht da so als interessant, die für einen Außenstehenden vielleicht so, also für Joni banal sind, für einen Außenstehenden höchstgradig interessant. Little Zilla Driver fragt, ist es möglich, Motor selbst mit Kolbenpleuellager als Amateur zu bauen? Also ich behaupte bis heute, dass ich theoretisch auch ein Amateur bin. Ich habe das Schrauben nie gelernt und ich habe auch hammerhart direkt bei meinem ersten Motor genau das gemacht. Damals war das noch ein bisschen was anderes. Damals hat man tatsächlich nicht ein stabileres Pleuel eingebaut, sondern man hat das Originalpleuel erleichtert und noch poliert. Die sahen wirklich aus wie ein verchromtes Teil danach. Damals mit dem Aberglauben, dass auf einem polierten Öl, auf einem polierten Pleuel das Öl nicht so gut haftet und somit das Öl quasi im Betrieb sofort immer wieder runterläuft und die bewegten Massen geringer sind. So. Plus man davon ausgeht, dass eine polierte Oberfläche eine größere Oberfläche ist und somit die Steifigkeit von dem Pleuel wieder höher ist. Aber wir haben da jedes Gramm aus dem Kurbeltrieb rausgeholt mit Kurbelwelle, die Wangen abschleifen und so weiter. Ich habe es auch nie gelernt. Ich behaupte, jeder, der ein bisschen Geduld hat und das Ganze technisch verstanden hat, traut euch das ruhig zu, macht es einfach. Vielleicht nicht gerade an dem teuersten Motor, aber eigentlich jemand, der das wirklich will, kriegt das auf jeden Fall hin. Was schätzt du, wie viel Kilo Sensoren am Ende in der Limo sind? Ich würde mal jetzt, also die eigentlichen Sensoren wiegen wirklich gar nichts. Also ich behaupte mal, wenn wir am Ende alle Sensoren zusammen wiegen, reden wir davon einem Kilo. Mit dem ganzen Kabelstrang hinten dran wird das natürlich wieder mehr, weil jeder Sensor muss auch verkabelt werden. Das heißt, alles zusammen würde ich tippen, reden wir bei allen Sensoren wirklich mit allem, die das Auto braucht. Drücke, Temperatur, Lambda-Sonde, alles, würde ich sagen, zwischen 7 und 10 Kilo. Mit dem ganzen Kabelstrang passend zum Steuergerät. Das ist schon eine Menge. Ja, aber viele davon muss man ja einfach haben. Also das ist jetzt ja nicht alles nachträglich. Wenn wir nur von Nachträglichen ausgehen, nur nachträglich würde ich sagen 2 Kilo. Interessant wäre eher, wie viele Sensoren es in Summe sind. Die Frage ist, glaube ich, fast viel krasser. Ich würde tippen, in Summe haben wir an diesem Auto am Ende, wenn ich jetzt alle ABS-Sensoren und alles einbeziehe, würde ich schon sagen, dass wir auf 50 bis 80 Sensoren kommen. So, nehmen wir. So, und jetzt noch was, weil ich hier heute am Start bin zum Abschluss. Eure gemeinsame Lieblingserinnerung, du und Jonathan, von Dario Jan. Boah, da gibt's viele, aber ich habe tatsächlich eine der wenigen, also eine, die ich definitiv nicht vergessen werde, ist, wie ich es auch gepostet hatte, im Bild. Wir sind als Hannover Hardcore bei dieses German Supercars Rally mitgefahren, mit einigen Autos, damals auch mit Limo auf Achse. Und da hieß es eigentlich, wir sollten uns irgendwie ein bisschen verkleiden und hatten beide diese Perücke mit dem Trainingsanzug an. Und die Leute haben wirklich alle es gefeiert, haben ins Auto reingeguckt und... Ich meine, dafür hatten wir dann am Ende auch irgendwie... Pokal bekommen, glaube ich. Irgendwie Kategorien oder so. Wir hatten irgendwie einen Preis bekommen, weil die Leute waren fassungslos. Die haben die Limo gesehen und dann saßen wir beide wie die Atzen da in der Kiste drin. Das war auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht so schnell vergessen werde. Nee, also gibt's etliche. Aber das war definitiv eine, die, wo ich mich dran erinnere, die war auf jeden Fall cool. So, und jetzt gibt's noch zum Abschluss die Frage auch, weiß ich nicht, unzählige Male jetzt hier drüber gescrollt. Wie sieht's aus beim Avat mit Straßenzulassung? Habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal kommentiert. Als ich das Auto letztes Jahr angefangen habe, da hatte ich vor zu gucken, wie weit wir mit TÜV und Straßenzulassung kommen. Haben das auch bis zum Winter durchgezogen, nur Sachen umgebaut, die TÜV-fähig sind. Jetzt über den Winter gab es natürlich einen Radikalumbau. Ich würde jetzt von mir aus nicht sagen, dass da alles dran illegal ist und nicht TÜV-fähig ist, weil als Beispiel diese Kombination Käfig,
Sitze, Hosenträgergurte, geschüsseltes Lenkrad, keine Airbags. Das ist definitiv TÜV-fähig. Wir sind da aktuell auch mit dem TÜV direkt dran, das mal abzuklären, ob wir diesen Prüfungsprozess nicht mal begleiten könnten. Hab ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, allerdings gar nicht so den Fokus drauf, dass es noch TÜV-fähig ist, sondern für mich zählt bei diesem Auto jetzt im zweiten Step einfach nur, wie es für die Rennstrecke maximal schnell wird. So, das heißt, da werden mit Sicherheit Sachen dran sein, die nicht TÜV-fähig sind. Das Auto wird auch nur noch auf der Rennstrecke bewegt, weil es wird ja auch für die Rennstrecke gebaut. Was soll ich damit auf der Straße rumfahren? Nee, das ist ein Rennauto, das soll maximal schnell, maximal sicher, das steht vor allem im Fokus, und halt maximal gut umgebaut sein, um euch auf diesem Weg mitzunehmen, wie wir aus einem ursprünglichen Straßenauto jetzt am Ende ein Rennauto machen. Sollte ja auch gelingen. Ja, so, ich würde sagen, haben wir wieder ein bisschen was zusammen. Kurz Frage-Antwort-Video. Wir versuchen das jetzt öfter zu machen, grooven uns da mehr rein. Und danke fürs Zuschauen, danke fürs Fragen stellen, fleißig kommentieren. Top-Kommentar ist in einem Frage-Antwort-Video dabei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.